Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr im Hintergrund hört, wird da ordentlich gearbeitet. Ich finde das gerade mal gut, dass ich mal in einem Video mal als Hintergrundgeräusch Holzfällerarbeiten habe, denn auch die gehören in unseren Wald, denn unser Wald ist vielleicht nicht vor allem, aber auf jeden Fall als wesentlicher Faktor ein Wirtschaftsraum. Und natürlich muss hier Holz gemacht werden und es muss auch Holz verkauft werden. Und demzufolge finde ich das ganz gut, dass wir mal im Hintergrund ein bisschen Holzfällerarbeiten zu hören haben. Mag jetzt nicht besonders romantisch klingen, aber das gehört definitiv auch dazu. Und das muss man sich mal klar machen. Von daher passt mir das gerade ganz gut in den Kram. Hintergrund für dieses Video ist es jetzt, dass ich mal gefragt wurde bei einem meiner Baumvideos, ich meine fast sogar, es wäre die Buche gewesen, ob ich nicht mal auch ein Video machen könnte, wo ich wirklich alles zu einer Baumart erzähle und nicht nur Bestimmungen, Vorkommen und Nutzung für den Bushcrafter bzw. für den Waldfreund, was er damit tun kann, Survival Bushcraft mäßig, irgendwie sowas in der Richtung. Deshalb heißt dieses Video jetzt auch nicht Baumwissen für Bushcrafter, sondern Baumwissen Spezial wegen der doch einmaligen Baumart, die ich heute behandeln möchte. Und behandelt diesmal eben nicht die Nutzungsmöglichkeiten für den Bushcrafter für diese Baumart, sondern ganz allgemein einfach alles Wissenswerte, was man zu dieser Baumart so wissen muss. Ich hoffe, das wird jetzt kein 3-Stunden-Video, weil man kann zu einer Baumart unendlich viel erzählen, wenn man dann möchte, insbesondere dessen, da ich euch ja noch gar nicht erklärt habe, wie ein Baum eigentlich funktioniert. Im Prinzip könnte ich das alles noch mit reinpacken und dann könnte ich ein 5-Stunden-Video machen, aber das mache ich natürlich nicht. Stattdessen wird es halt eben so ein bisschen um die Besonderheiten vom Mammutbaum gehen und was man da so beachten muss und was es da an vielen interessanten, wissenswerten Dingen zu wissen gibt. Und damit legen wir jetzt los. Ja, die Schnur da drum mal einfach ignorieren und einfach mal registrieren, wie dick und wie hoch und wie viel Äste so ein Mammutbaum, der mitten im Wald steht, hat. Also das ist definitiv ein anderes Bild, als man es von normalen Waldbäumen, muss ich wirklich in dem Fall schon sagen, gewöhnt ist. Also die Teile sind beeindruckend. Also wenn ich so ungefähr fast einen Meter vom Baum stehe, also ein bisschen weniger, so 80 cm, dann seht ihr, er passt gerade so in die Kamera rein. Das Ding ist also wirklich, hier mal meine Hand zum Vergleich und da hinten hört er auf und so weiter. Also der ist schon wirklich ziemlich dick und das ist noch nicht mal die dickste Seite in Anführungszeichen. Von dieser Seite hier ist er noch mal dicker, also wie gesagt, durchaus beeindruckend. Was euch bei älteren Exemplaren von Mammutbäumen definitiv immer auffallen wird, sind diese Löcher. Was sind denn das jetzt für komische Löcher? Welcher Specht bohrt denn da so ein halbrundes Loch rein und hört dann einfach auf? Und vor allen Dingen, warum gibt es von diesen Löchern so viele? Das sind einfach Astlöcher. Da saß natürlich mal ein Ast im Baum, ist dann irgendwann abgebrochen. Und so langsam wächst die Rinde drumherum, beziehungsweise wird immer dicker und wird dann irgendwann dieses Loch quasi von innen heraus schließen. Deshalb hört das hier auch mittendrin auf. Der Ast ging schon bis ins Holz, also sprich, dieses Loch war mal, naja, nicht wirklich tiefer. Die Rinde wird ja immer dicker und irgendwann hat sie dieses Loch dann auch geschlossen. Aber das kann man eben gerade bei Mammutbäumen, weil die so ein schnelles Wachstum und so eine unvorstellbar dicke Borke haben, kann man das bei Mammutbäumen hervorragend sehen, diese Astlöcher. Ist bei vielen Exemplaren wirklich ganz, ganz toll zu sehen. Bei dem hier noch nicht mal allzu beeindruckend. Ich zeige euch da nochmal davon. Ja, hier haben wir noch ein schönes Exemplar. Das hier ist ein Astloch, wenn es dann wirklich so gut wie verschwunden ist. Also in der Endphase quasi des Schließens eines Astloches, da sehen sie dann ungefähr so aus. All diese Bäume mit diesen riesigen Kronen, mit den ganz vielen Ästen, die da auch unten drunter dann noch so ein bisschen hängen, das sind alles Mammutbäume. Das hier ist sicher ein recht beeindruckendes Bild. Hier links haben wir den größten Mammutbaum hier in diesem Bestand. Hier rechts eine Buche. Jetzt das Interessante dabei, die sind beide ungefähr gleich alt. Hä? Hä? Beeindruckt? Ja. Und jetzt schaut euch das nochmal an, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen mit der Kamera nach oben fahre. Mammutbaum geht weiter. Buche zu Ende. Mammutbaum geht weiter. Und hat da oben erst die Krone. Also
krass ist wirklich dieser Direktvergleich mit einer fast eben, ja, die Buche ist schon noch mal einen Ticken jünger, aber trotzdem, der ist ungefähr, boah, mindestens 10-mal so breit und doppelt so hoch wie die olle Buche daneben dran. Also die Wuchsleistungen von den Teilen sind extrem beeindruckend und dazu gibt es noch viele interessante Fakten, die kommen dann aber gleich alle. Jetzt gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. So ein Bild wie dieses hier, so eine Reihe an Mammutbäumen, das werdet ihr in Deutschland nur an ganz, ganz wenigen Plätzen finden. Ein richtiger Mammutbaumbestand, ein etwas größerer, das ist wirklich was ganz Seltenes und kommt nur ganz vereinzelt vor, insbesondere dann auch schon mit einigermaßen alten Bäumen. Diese hier sind, ich glaube, 63 Jahre alt. Auf den Tag genau, nicht ganz, aber also auf jeden Fall 63, ja. 63 Jahre ist jetzt eine Zahl, mit der ihr euch vielleicht nicht so viel vorstellen könnt. Sagen wir mal, eine gut gewachsene Fichte. Wenn die jetzt hier stände und 63 wäre, dann wäre sie vielleicht gerade mal halb so dick wie der. Gerade mal halb so dick. Maximal. Wahrscheinlich eher noch mal deutlich, deutlich, deutlich dünner. Hier könnt ihr auch immer wieder schön die Astlöcher an den Bäumen sehen. Also das ist immer wieder ein interessanter Anblick, vor allem bei denen da drüben. Da sieht man es natürlich ganz toll übersät mit diesen lustigen Astlöchern. Das ist auch natürlich was ganz Charakteristisches, woran man so einen Mammutbaum auch ganz, ganz einfach erkennt. Eben diese ulkigen Astlöcher in Anführungszeichen. Bei wirklich riesigen Exemplaren ist so ein einzelner Wurzelwulst quasi, also so eine Wurst aus Wurzel am Baum, ist dann wirklich bei älteren, noch dickeren Exemplaren auch was ganz Typisches, was dann immer auftritt. Also wie gesagt, einen richtigen Mammutbaumbestand findet ihr in Deutschland wirklich so selten, dass das eine absolute Besonderheit ist. Wenn es einen anderen Baum gibt, der mit den Wachstumsvermögen von so einem Mammutbaum mithalten kann, also gerade in Mitteleuropa, dann ist es dieser da. Das ist nämlich eine Douglasie, die sich hier reingeschlichen hat, so heimlich, still und leise und inmitten der Mammutbäume steht. Man kann es auch in der Farbe ganz gut erkennen. Die sind grundsätzlich so ein bisschen rötlich, haben ihre charakteristischen Astlöcher und das hat eben die Douglasie nicht, sondern die hat Astquirle. Hier ein Quirl, da ein Quirl, dort ein Quirl, ne? Könnt ihr erkennen. Theoretisch wird die Douglasie übrigens noch mal einen Ticken höher als so ein normaler, in Anführungszeichen normaler Mammutbaum. Hier noch mal das größte Exemplar, das wir hier haben. Und da oben haben wir die Spitze. Junge Mammutbäume laufen noch schön spitz zu, also quasi wirklich wie so ein Berg, den ein Kind gemalt hat, in Anführungszeichen. Aber das ist nur bei jungen Bäumen so. Wenn sie richtig alt werden, dann sind sie meistens ziemlich zerzaust. Allein schon deswegen, weil sie im Laufe der Jahrtausende natürlich viele Blitzschläge und Ähnliches abbekommen haben und auch hier und da mal ein Ast durch Wind abgerissen wurde. Oder Schneebruch. Habe ich euch schon mal irgendwo erklärt, was das ist. Ja, also der hier vorgestellte Mammutbaum, das ist der klassische Mammutbaum, wenn man so möchte. Es gibt ja mehrere verschiedene Mammutbäume und dieser hier ist quasi der, der die größte Pflanze der Welt stellt. Nämlich der Sequoia Dendron Giganteum auf Lateinisch. Wird gerne einfach nur als Mammutbaum bezeichnet. Dann gibt es noch den Küstenmammutbaum und den Urweltmammutbaum. Das sind so die drei bekannten. Diesen hier nennt man auch, ich weiß nicht, der hat noch irgendwelche Beinamen, aber das könnt ihr ja gerne mal selber ergoogeln. Ich finde, wenn es eine Pflanze gibt, bei der man den lateinischen Namen gut kennen sollte und ihn auch verwenden sollte, dann ist es Sequoia Dendron Giganteum, weil das klingt doch beeindruckend. Wobei, es gibt zwei Varianten der Aussprache. Es gibt Leute, die sagen, das Ding heißt Sequoia Dendron Giganteum und es gibt Leute, die sagen, das Ding heißt Sequoia Dendron Giganteum. Da streiten sich mal wieder die Gelehrten.
Ich habe leider nie Dateien gehabt, kann es daher nicht beantworten. Rumstehen tun diese Bäume in Kalifornien zum Beispiel in den sogenannten Redwoods, also den roten Wäldern. Und da stehen dann natürlich auch diese Redwood Trees, also Redwoods, einfach auch nur genannt in Englisch dann. Mammutbaum nennt man sie in Englisch eigentlich nicht, aber auch jeder Amerikaner sollte eigentlich, wenn er da zumindest mal gewesen ist, wissen, wie die auf Latein heißen, nämlich eben Sequoiadendron Giganteum. Der Name ist Programm, ne? Gigantisch. Kolossal, immens, da kann man also jedes Superlativ für verwenden, was einem nur irgendwie einfällt, denn tatsächlich ist eben diese Variante des Mammutbaums die größte Pflanze des Planeten aktuell. Das Interessante dabei ist, es ist weder die höchste noch die dickste Pflanze, beziehungsweise weder der höchste noch der dickste Baum, sondern die Kombination macht's. Das Ding ist ein sehr dicker Baum. Und gleichzeitig sehr hoch. Der höchste Baum der Erde ist ein ganz naher Verwandter von unserem Mammutbaum hier, nämlich ein Küstenmammutbaum. Sequoia sempervirens, ich glaube Sequoia sempervirens heißt er. Aber ich gucke es nochmal nach, also den lateinischen Namen habe ich jetzt gerade wirklich nicht im Kopf. Sorry, manchmal setzt es ein bisschen aus, sollte ich eigentlich wissen. Ich gucke jedenfalls nach und schreibe euch dahin. Und das ist der höchste Baum der Erde mit aktuell 115 Metern. An diesem Punkt kann man kurz mal drauf eingehen, wie hoch so ein Baum eigentlich werden kann. Da streiten sich nämlich mal wieder die Gelehrten. Es gibt diverse Untersuchungen dazu. Der limitierende Faktor, der verantwortlich ist für die Maximalhöhe von Bäumen an sich, der ist in jeder dieser Untersuchungen der gleiche. Aber was die Maximalhöhe denn jetzt nun wirklich beträgt, das variiert von Untersuchung zu Untersuchung, und zwar zwischen 115 und 150 Metern maximaler Höhe, die ein Baum überhaupt erreichen kann. Ich habe damals 115 Meter gelernt, bis maximal 120, wenn man den Ganzen noch eine gewisse Toleranz einrechnet. Was man aber meistens liest, ist tatsächlich 130, wenn man so einfach durchs Internet surft und so weiter und so fort. Da sich alle Studien, die eine Maximalhöhe angeben, auf die gleiche Erklärung berufen und das nur mit geringfügig anderen Formeln berechnet haben und ich kein Physiker bin, kann ich es nicht genau sagen. Ich habe damals 115 Meter gelernt und bin daher ein Vertreter der 115 Meter Fraktion, denn der aktuell größte Baum, den es auf Planeten auch nur gibt, der ist auch nur 115 Meter hoch. Und tja, in den nächsten Jahren werden wir rausfinden, ob 115 Meter stimmt, denn wenn der jetzt noch höher wird, dann war 115 Meter ganz offensichtlich nicht korrekt. Es soll ja angeblich schon Bäume gegeben haben, auch Douglasien, die 130 oder sogar 132 Meter hatten. Insbesondere in Australien soll es da mal so einen gigantischen Eukalyptus gegeben haben von 133, irgendwas Metern. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass das schlicht und ergreifend ein Messfehler gewesen ist und der nicht so groß gewesen sein kann, weil ja die Maximalhöhe 115 Meter nur maximal beträgt. Und dementsprechend wird das ein Messfehler gewesen sein. Man soll auch schon in Amerika Exemplare mit 130 Metern gefällt haben. Aber auch das ist wieder umstritten, ob das wirklich 130 Meter waren oder ob die das einfach nur zusammengemogelt haben und falsch gemessen oder die Höhe einfach bloß geschätzt haben. Das kann nämlich auch gut sein. Aktuell messen wir übrigens eine Baumhöhe mittels Laser. Oder alternativ Ultraschall, Schall- und Winkelmessung. Satz des Pythagoras, kennt ihr, ne? Die Geschichte mit dem Dreieck? Ja, man misst den Abstand zum Baum, dann misst man den Winkel, indem man mit einem Gerät, durch das man durchschaut, auf die Baumspitze guckt und kann dann aus dem Winkel, den das Dreieck hat, und dem Abstand zum Baum, also man hat ja dann quasi diese Seite des Dreiecks gegeben, weil man ja den Winkel kennt und den Abstand zum Baum kennt und weiß, dass das hier 90 Grad sind, ne? Und man hat diesen Abstand, diese Seite hier gegeben, weil man, wie gesagt, ja den Abstand zum Baum kennt und weiß, dass auch das hier 90 Grad sind. Beziehungsweise, also hier dieser Winkel da, der da hier, das sind natürlich die 90 Grad. Gott, Mathe. Und dementsprechend kann man dann dadurch, dass man diesen Winkel hier eben auch weiß, weil man den gemessen hat, dann berechnen, wie groß, wie hoch diese Seite des Dreiecks hier halt eben ist. Und das ist die Baumhöhe.
Mathe. Aber so funktioniert das jedenfalls nach dem trigonometrischen Prinzip, heißt das dann, glaube ich, auch. Dazu gibt es entsprechende Hightech-Geräte, die per Laser den Baum anlasern, um mit diesem Laser, die Reflexion des Lasers, der dann zurück in das Gerät kommt, sagt einem dann, der Baum ist exakt 97,4 Meter weg. Ein blödes Beispiel, man geht da normalerweise näher ran. Und dann stellt man sich halt eben hin, misst mit dem Peilt nach, mit dem Gerät nach oben und das Gerät zeigt, weiß genau den Winkel, in dem man jetzt quasi vom Erdboden das Gerät hält, weil da so eine Wasserwaage drin ist, so eine Art Wasserwaage. Und damit hat sich das dann auch schon. Da muss man jetzt nur noch dann aufs Knöpfchen drücken, dass das Gerät eben weiß, okay, das soll ich jetzt so berechnen. Dann berechnet er das und dann hat man wirklich mit sehr hoher Sicherheit die korrekte Baumhöhe. Voraussetzung dabei ist halt, dass man die Spitze des Baums sieht und die korrekt anpeilen kann durch eben dieses kleine Guckloch. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja eigentlich nur, ist also nicht der höchste Baum, sondern wie hoch werden die, na, so grobe Hausnummer 85 Meter. Kann sein, dass die auch mal die 90 erreichen, aber grobe Hausnummer 85 Meter. Dann, was haben wir noch zu den Dingern zu sagen? Es ist auch nicht der dickste Baum. Wie dick werden sie denn? Wieder ganz grobe Hausnummer, vielleicht mal so 12 Meter. Es mag noch dickere Ausnahmen geben, aber so, ich denke mit 12 Meter, mit 8 Meter so im Durchschnitt bei den alten Exemplaren ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Und 12 Meter ist dann so ein bisschen in Richtung des Nonplusultra gehend. Ich werde euch hier nochmal einblenden die technischen Daten vom General Sherman Tree. Das ist das Exemplar, der größte Baum der Welt, also der massereichste, der massivste Baum, die schwerste und ja, voluminöste Pflanze des Planeten, so rum, als einzelnes Exemplar einer Pflanze. Es gibt da noch mal so ein bisschen umstritten. Es gibt da noch so einen ganzen Wald, in Anführungszeichen, der eigentlich nur ein Individuum ist und alles quasi genetisch die gleiche Pflanze. Und deshalb kann man die zusammenzählen. Und dann haben die noch mehr Masse als unser General Sherman Tree. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen gecheatet und finde das einfach besser, wenn man wirklich den General Sherman Tree als größte Pflanze ansieht, auch wenn es nicht hundertprozentig botanisch korrekt ist. Gut, was ist die dickste Pflanze? Das ist eine Sumpfzypresse, die steht, glaube ich, irgendwo roundabout Mexiko. Auch das blende ich euch hier unten nochmal korrekt ein, aber so ein Zeug, das weiß ich dann halt auch nicht ganz auswendig. Übrigens, Alter, man geht davon aus, dass der General Sherman Tree wahrscheinlich also bis zu 3500 Jahre alt sein wird. Das ist natürlich ein beeindruckendes Alter und man ging auch lange Zeit davon aus, dass das damit auch so quasi das älteste Ding ist, was man so an Pflanze finden kann. Das hat sich allerdings inzwischen wieder revidiert, denn die älteste Pflanze der Welt ist, man staune, eine stinknormale Fichte. Diese besagte stinknormale Fichte, also wirklich Picea habeus, die ganz normale Fichte, die wir zum Massen in unserem Wald rumstehen haben, genau so eine Fichte ist nämlich lustigerweise auch noch ausgerechnet in Skandinavien, das gar ganz lange Zeit von Eis bedeckt gewesen ist durch die Gletscher, also noch in der Eiszeit, muss wohl quasi so die erste Fichte gewesen sein, die überhaupt nach Skandinavien eingewandert ist. Anders lässt sich das wirklich nicht erklären. Und lustigerweise ist eben diese erste Fichte, oder zumindest eine der ersten, immer noch da. Das hat man nämlich nachgewiesen, dass dieses Ding tatsächlich, ich glaube, irgendwas um die 7000 Jahre alt ist und damit mit Abstand der älteste Baum, den man jemals gefunden hat. Das heißt jetzt nicht, dass es nichts Älteres gibt, aber man hat zumindest bisher noch nichts Älteres gefunden. Und der Knüller bei der Sache ist, dieses Teil ist in keinster Weise irgendwie beeindruckend, sondern so ein Meter hohes Gebüsch und das war's. Also wirklich bloß so ein kleines, krüppeliges Dingelchen ist, aber tatsächlich lebt dieses Gestrüpp seit 7000 Jahren und ist damit, glaube ich, der älteste Organismus, noch lebende Organismus, soweit ich weiß, den es gibt. Beeindruckend, oder? Aber halt eben von den Ausmaßen her ein Witz im Vergleich zu so einem Mammutbaum.
So, wenn ich euch jetzt was zu den Zweigen von dem Zeug erzählen möchte, dann müsste ich jetzt sehr weit klettern und daher gestaltet sich das ein wenig schwierig. Was aber hier am Boden rumliegt, sind so halb vertrocknete, vor kurzem abgeworfene Zweigstückchen. Der schmeißt keine einzelnen Nadeln runter, weil er Schuppennadeln hat. Das wäre ja völlig blödsinnig, wenn er da die einzelnen Schuppen dann quasi abtrennen würde, was er nicht tut. Sondern er wirft halt gleich ganze kleine Zweigchen runter und einen davon halte ich euch hier gerade in die Kamera. Das ist eigentlich auch ziemlich charakteristisch. Es gibt noch zwei, drei andere Bäume, wo man die dann von den Nadeln her mit verwechseln könnte. Aber eigentlich die Kombination aus riesiger Baum mit dieser super charakteristischen Borke, auf die gehen wir auch noch ein, und eben dieser enormen Dimension, die haben auch, wenn sie klein sind, das fällt einfach auf. Im Übrigen ein ganz junger, also der wirklich nur so 5 Meter hoch ist oder was, der läuft wunderbar pyramidenförmig spitz zu. Überhaupt haben diese Bäume so vom Wuchs her die Eigenschaft, dass sie wirklich enormst breit sind und vergleichsweise kurz. Das sind also so Stummelbäumchen, wenn man so möchte, so dicke Stummelbäumchen, gerade eben in jungen Jahren, wenn sie noch ganz klein sind. Junge Jahre. Ich habe euch ja eben erzählt, meine Bäume, die ich hier jetzt rumstehen habe, hier hinter mir ist übrigens auch, das ist auch einer, die sind ja jetzt bloß 63 oder 62, nee, mittlerweile sind es 63, ja. Das heißt, die sind Babys. Das sind quasi wenig mehr als Embryonen, wenn man sich anguckt, dass diese Dinger 3500 Jahre alt werden können. Trotzdem sind die schon ziemlich groß. Ziemlich sehr groß, ziemlich viel größer als so ziemlich alles andere, was in diesem Alter man hier hinstellt. Also besonders das Exemplar da drüben, ich zeige es euch nochmal. Also dieses Exemplar da zum Beispiel, das hat an der Breite, das hat einen Brusthöhendurchmesser, also der Durchmesser des Baumes bei 1,30 Meter Höhe, von, ich glaube, was war es? Ich glaube 1,60 Meter, nee 1,43 war es. Wenn ihr eine Eiche mit einem 1,43 Meter BHD suchen wollt, das könnt ihr tun, sowas gibt's, sowas werdet ihr auch finden, dann ist die mindestens 300 und mindestens, absolutes Minimum. 500 wäre auch locker drin, also irgendwo zwischen 300 und 500, je nachdem wie gut die gewachsen ist. Wenn sie überhaupt jemals diesen Durchmesser erreicht. Das wird auch nur bei ganz wenigen Eichen der Fall sein. Bei diesen Mammutbäumen hier, also spätestens in 30, 40 Jahren, werden die alle mindestens so aussehen wie der. Und der ist bis in dem Alter dann natürlich noch mal viel dicker geworden. Also da kommt kein anderer Baum, den man hier in Mitteleuropa überhaupt anpflanzen könnte. Natürlich kommt er hier nicht natürlich vor. Aber man könnte auch nichts anpflanzen, was noch größer werden würde. Das ist mit Abstand der am schnellsten wachsende und der am meisten Holz produzierende Baum, soweit wir wissen, den es überhaupt gibt. Mit der Einschränkung hier bei uns. In den Tropen gibt es noch krasseres Zeug, aber wir sind hier nicht in den Tropen. Und bei den begrenzten Wuchsmöglichkeiten, die wir hier aufgrund unseres Klimas haben, wir haben einen Winter, den gibt es in den Tropen nicht. Da kann man 24 Stunden, naja, es ist dann irgendwann dunkel, aber da kann man 12 Stunden jeden Tag Bombe wachsen und zwar 365 Tage im Jahr als Pflanze. Daher sind das einfach vergleichsweise, das kann man nicht vergleichen. Das geht überhaupt nicht. Tropen ist einfach boom. Und bei uns hier ist so, ja, geht so. So, also wir haben jetzt die beeindruckenden technischen Daten von so einem Baum durchgekaut. Dann können wir jetzt mal quasi den klassischen Weg zum Erklären einer Pflanze vornehmen, nämlich wie sieht sie aus? Aber das haben wir ja auch schon durchgekaut, mehr oder weniger. Also sparen wir uns das auch und dann machen wir weiter mit Verbreitung. Die stehen natürlicherweise in Kalifornien rum, an den Westhängen der Rocky Mountains und entsprechend, oder der Sierra Nevada, je nachdem, wie man das Gebirge gerade nennen möchte. Es ist ja geologisch gesehen ein zusammenhängendes Gebirge. Die komplette Westküste von Amerika ist ja die Rocky Mountains oder die Sierra Nevada. Die heißen ja auf der Südhalbkugel Sierra Nevada, auf der Nordhalbkugel Rocky Mountains. Geologisch gesehen ist es alles ein und dasselbe. Im Prinzip wäre ein zusammenhängender Name von daher eigentlich gar nicht so unpraktisch.
Egal, das überlasse ich euch, wie ihr dieses Gebirge jetzt nennen wollt in diesem Fall. Da stehen die Dinger rum. Es gibt nicht mehr viele. Das liegt einfach daran, dass die natürlich als so ein riesigen Baum von uns selbstverständlich gefällt worden sind, weil das kann man ja brauchen, so viel Holz auf einmal. Und zweiter Faktor ist einfach, die sind uralt, gerade die riesengroßen, und irgendwann segnen die auch mal das Zeitliche. Also bisher ist zwar nicht zu erkennen, dass zum Beispiel der General Sherman Tree in nächster Zeit tot umfällt, aber irgendwann segnen die, wie gesagt, auch mal das Zeitliche. Auch ein sehr alt werdender Baum ist nicht unsterblich. Aber gut, da kommen die normalerweise her. Wichtig ist jetzt für die weitere Erklärerei, die ich hier vorhabe, zu erwähnen, was die da für ein Klima haben. Nämlich, die haben da sehr, 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 sehr hohe Niederschläge. Und der Baum braucht auch irgendwas zwischen, ich glaube, 700 noch was Millimeter pro Jahr, also Jahresniederschlag, und 1600 Millimeter Jahresniederschlag. Je mehr, desto besser, in Anführungszeichen. Also der limitierende Faktor, der das Wachstum eines solchen Baumes begrenzt, ist die Wasserverfügbarkeit. Weil Luft hat er überall, Licht hat er überall. Dann darf es natürlich auch nicht zu kalt sein. Aber wenn eine gewisse Mindesttemperatur erreicht ist, die der halt eben braucht, ist es dann auch ziemlich Wurst, ob es ein paar Grad wärmer oder ein paar Grad kälter ist, um diese Optimaltemperatur herum. Das spielt keine so große Rolle. Der wesentliche, wirklich alles entscheidende Faktor, ob das Ding jetzt nun schnell oder langsam wächst, ist Wasser. Jetzt sollte man sagen, okay, ja, irgendwas zwischen 600 und 1600 Millimeter Jahresniederschlag, das ist ja viel. Das stimmt, das ist viel. 600 ist jetzt noch nicht so viel, aber 1600, das ist schon ziemlich enorm. Gibt es nicht mehr allzu viele Flecken auf dem Planeten, wo es dann mehr regnet. Wenn wir jetzt mal sagen, wir sind so durchschnittlich bei 1000 mm, dann sind wir definitiv in einer gut feuchten Umgebung, wo eigentlich mit üppigem Pflanzenwachstum zu rechnen ist. Der Knackpunkt ist jetzt aber, dieser Niederschlag fällt anders als bei uns überwiegend im Winter und dann halt auch noch größtenteils als Schnee. Und mit Niederschlag im Winter und insbesondere mit Schnee kann ein Baum überhaupt nichts anfangen. Im Sommer ist es da eben da, wo diese Dinger natürlicherweise stehen, nämlich furztrocken. Da regnet es, wenn überhaupt, dann nur mal so ein ganz kleines bisschen, beziehungsweise in Form von einem Sommergewitter, wie wir das auch kennen. Aber das ist halt eben dann auch so selten, anders als bei uns, da sind die ja vergleichsweise häufig, dass da im Sommer wirklich eine riesen Trockenperiode ist. Und diese Trockenperiode fällt halt zeitgleich auf die Hauptwachstumsperiode der Bäume. Also in der Zeit, wo die ihr am liebsten wachsen möchten und ihr Hauptwachstum haben, da haben sie kein Wasser, da wo sie es bräuchten. So, und jetzt ist der große Knackpunkt, wenn wir jetzt so einen Baum nehmen, von da, wo er natürlich steht, und bei uns hinstellen, in warme Gegenden, wichtig, dem wird schnell zu kalt. Also in Bayern kann man den fast nirgendwo anpflanzen, da ist überall zu kalt, am Alpenrand erst recht zu kalt, im weiteren kontinentalen Bereich, also östliche Deutschlandhälfte, geografisch gesehen, nicht politisch, kannst du auch wieder vergessen. Wirklich anpflanzbar sind die im Prinzip bloß Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, NRW, jeweils die sehr rheinnahe Seite, beziehungsweise linksrheinige Seite, wenn man sich auch noch in die Pfalz begibt, geht ja natürlich auch klar. Also all diese Bereiche, da kann man die prinzipiell anpflanzen. Und was jetzt der Faktor ist, weshalb diese Bäume bei uns so extrem schnell wachsen, ist einfach der, dass bei uns der Hauptniederschlag im Sommer fällt. Heißt, wir haben zwar nirgendwo so viel Niederschlag, wie die eigentlich optimalerweise vertragen könnten von ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet her. Zum Beispiel hier, wo ich jetzt hocke, haben wir 800 ungefähr Millimeter Jahresniederschlag. Also das ist mehr als das Minimum. Aber jetzt noch lang nicht irgendwas, wo man sagen könnte, boah, das ist so bombenviel, da muss was gehen. Der Knackpunkt ist wirklich die Niederschlagsverteilung, denn es regnet bei uns primär im Sommer. So ein Sommergewitter, man hat nicht den Eindruck, dass es viel im Sommer regnet, insbesondere dieses Jahr nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass eben wenn es im Sommer mal regnet, dann regnet es so heftig, dass da halt gleich riesige Wassermengen runterkommen. Während es, wenn es im Winter regnet, dann ist das nur so ein bisschen Getröpfel, Gefissel, da kommt nichts zusammen. Da mag es vielleicht 3 Tage am Stück tröpfeln und fisseln, aber trotzdem kommt da kaum Wasser wirklich vom Himmel im Endeffekt. Man nimmt das als viel Regen wahr,
Ist es aber nicht. Ein Sommergewitter, das kann nur 3 Stunden dauern, da kann dann aber trotzdem wesentlich mehr Wasser runterkommen, als es bei 3 Tagen so Gefissel und Regenwetter im Winter der Fall ist. Für die Bäume also quasi ideale Bedingungen in der Zeit, wo sie gerne wachsen möchten und in der Zeit, wo sie wachsen können, haben sie viel, 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 viel mehr Wasser, also gut fast das 4- bis 5- bis 10-fache je nach Region an Wasser, was ihnen in ihrer Heimat zur Verfügung steht. Und ich habe ja am Anfang schon dargelegt, dass das Wasser eben der limitierende Faktor wirklich ist, der das Baumwachstum beschränkt. Fazit, die Bäume wachsen hier tatsächlich viel, viel schneller als in ihrer Heimat, was interessanterweise die Frage aufwirft, wie sieht ein Mammutbaum bei ungefähr 4-facher Wachstumsgeschwindigkeit oder noch schneller, die er normalerweise natürlich hat in seiner Heimat, aus, wenn er bei uns 2000 Jahre alt ist? Wäre spannend. Man müsste mal nach 2000 Jahren wiederkommen.